Hallo, ich bin André der Buschflüsterer. Mein Thema heute, mein Abenteuerfahrzeug, mein Suzuki Jimny. Ich fahre den jetzt ein Jahr und gebe heute mal einen kleinen Erfahrungsbericht. Viel Spaß damit. Ja, der Suzuki Jimny, der schreit nach Abenteuerlust. Der will raus, der will zeigen, was er kann. Der will in Wald- und Wiesenwege umherstreifen. Der ist gebaut für Abenteuer. Und ich bin gerne bereit, mit ihm diese Abenteuer zu bestreiten. Ich fahre jetzt seit einem Jahr den Suzuki Jimny 2 quasi in der neuen Variante mit Allgrip-Antrieb. Und es ist so, dass ich vor vielen Jahren den Suzuki SJ schon gefahren bin. Und danach kam dann der erste Jimny raus. Und der war für meine Verhältnisse ja völlig rund gelutscht. Es war ein Fahrzeug, das mich überhaupt nicht angesprochen hat. Ja, und dann habe ich über 20 Jahre gewartet, bis dann tatsächlich der neue Jimny rausgekommen ist. Und ich habe den seinerzeit in der Werbung gesehen und dachte, wow, genau das ist es. Kantig, die kleine G-Klasse. Es ist ein Fahrzeug, das auf Anhieb sympathisch war. Und ja, ich war ziemlich gleich dabei gewesen, habe mir einen Probetermin bei der Vorstellung schon gegeben, einen Probefahrtermin, habe das Auto Probe gefahren und mir war klar, den muss ich haben. Und habe den dann bestellt im Dezember 18 und habe den dann tatsächlich 12 Monate später im Dezember 19 bekommen und bin den jetzt ein gutes Jahr gefahren. Und nun kann ich euch ein bisschen über meine Erfahrungen mit einem Jahr Suzuki Jimny erzählen. So, mein Suzuki Jimny hat eine Länge von 3,65 Meter. Er hat eine Breite von 1,65 Meter und eine Höhe von 1,70 Meter. Also ein kleines Fahrzeug, es ist schmal und kommt also durch viele, viele Waldwege hindurch, wo es ziemlich eng wird. Er hat einen Wendekreis von 9,80 Meter. Der Jimny hat 75 kW oder 102 PS und einen Hubraum von 1462 Kubik. Er hat einen Saugmotor mit Euro 6 Temp-Norm. Der Verbrauch hat sich bei mir bei 6,8 Liter eingependelt, allerdings mit meistens Heckantrieb. Ich habe mir den Jimny gleich mit abnehmbarer Anhängerkupplung bestellt. Das zulässige Gesamtgewicht sind 1435 Kilo. Die maximale Anhängerlast ungebremst sind 350 Kilo. Und mein Anhänger hat allein 150 Kilo Gewicht. Das heißt also, eine richtig große Zuladung ist da nicht mehr möglich. Hier hat er einen Böschungswinkel von 36 Grad und einen sehr geringen Vorbau. Somit kommt er quasi über viele, viele Hindernisse hinweg. Hinten hat er einen Böschungswinkel von 48 Grad. Also auch hier kommt dieser geringe Aufbau wieder dem Fahrzeug zu Nutzen. Der Rampenwinkel, der beträgt 27 Grad, also quasi über eine Kuppe drüber fahren. Dafür ist der Rampenwinkel ganz entscheidend, damit eben das Fahrzeug nicht so schnell aufsitzt. Die Bodenfreiheit beträgt 20,5 cm. Hier Differential ist quasi der unterste Punkt jetzt. Ich habe jetzt zurzeit die Winterreifen drauf. Die Reifengröße ist 195/80R15. Das sind jetzt die Yokohama Winterreifen. Da gab es also noch nicht allzu viele Varianten, aber ich glaube, da kommen mit der Zeit mehr auf den Markt. Ja, mit schwarzen
Alufelgen finde ich ganz interessant. Auch die Standardfelgen mit den Sommerreifen sind auch recht passabel. Ich habe mir auch noch eine Reserveradabdeckung selbst gestaltet, also mit der Buschbox ein Feuer gemacht und zig Aufnahmen gemacht, bis ich das richtige für mich passende Flammenspiel gefunden habe. Habe mir die Schrift dazu ausgesucht, den Text ausgesucht und habe mir die von einem Sattler machen lassen. Und ich finde, das ist mal wirklich was Besonderes und Einzigartiges. Selbst alles gemacht, von der Idee bis zur Umsetzung und den Sattler eben zur Hilfe genommen und den Digitaldruck aufbringen lassen nach meinen Fotos. Und somit habe ich wirklich ein einzigartiges Fahrzeug. Mit umgeklappten Sitzen hat der Kofferraum ein Volumen von 830 Liter. Ich habe mir hier noch eine Gummimatte, original von Suzuki, dazu gekauft, damit also das Gepäck nicht hin und her rutscht bei der Fahrt. Das ist sehr passend und sehr funktionell. Das sind die Rücksitze. Die sind hier aus glattem Kunststoff. Die haben zwar hier so eine kleine Rippenstruktur, aber dennoch ist es sehr, sehr glatt und das Gepäck, das rutscht hier hin und her. So, mit aufgestellten Rückenlehnen. Eins. Zwei. Hat der Kofferraum jetzt ein Volumen von 85 Liter. Ja, ihr habt richtig gehört. Da kann man hier eine Milchpackung mit reinstellen. Viel mehr Platz ist da nicht. Also kein Platz für eine Kiste Wasser und schon gar nicht für einen Kasten Bier. Was hier in der Comfort Plus Ausstattung sehr schön dabei ist, ist eine Ablage hinten im Kofferraum. Diese Schutzleiste habe ich mir noch zusätzlich aufgeklebt, um den Rahmen ein bisschen zu schützen. Schauen wir nochmal in den Innenraum. Hier nochmal die Ansicht von der anderen Seite. Die Ausstattung selbst ist für so einen waschechten Geländewagen schon sehr, sehr ausführlich, muss ich sagen. Er hat eine Klimaautomatik, er hat ein Tempomat, er hat LED-Scheinwerfer und die sind wirklich richtig, richtig hell. Also die sind super, super gut. Er hat sogar einen Fernlichtassistenten, er hat eine Müdigkeitserkennung, er hat ein Spurhaltewarnsystem, er hat eine Verkehrszeichenerkennung, die auch wirklich richtig gut funktioniert, das muss man sagen. Das klappt wirklich gut. Er hat eine Berganfahrhilfe, er hat eine Bergabfahrhilfe mit dabei. Ja, also für so ein kleines Fahrzeug richtig tolle Ausstattung, finde ich. Ja, er hat auch natürlich beheizbare Sitze, allerdings ist das sehr unterschiedlich, wie die wirken manchmal. Also der Wirkungsgrad, Wärmegrad ist ganz unterschiedlich. Manchmal dauert es ganz lange, bis da was kommt. Dann ist es mal wieder ganz heiß. Und ja, also sehr konstant ist diese Einstellung nicht. Wirklich schön ist das Audiosystem mit Navi, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, mit Apple Car. Und mit Android Auto ist alles mit an Bord. Es sind allerdings nur zwei grottenschlechte Lautsprecher verbaut. Also die haben vielleicht 10 Euro gekostet, wenn es viel ist. Also da hat Suzuki wirklich am falschen Ende gespart. Die Lautsprecher sind eine Katastrophe. Zudem sind hinten nochmal zwei Lautsprecher vorgesehen. Die Verkabelung liegt auch schon da. Aber die hinteren Lautsprecher hat Suzuki einfach eingespart. Da habe ich mir dann selber welche gekauft und habe die dann nachträglich noch eingebaut. Hier haben wir die Fünfgangschaltung und hier nochmal die Möglichkeit, quasi von Zweirad auf 4H zu gehen oder auf 4L mit Untersetzung eben. Handbremse, ganz traditionell, Hebel zum Ziehen.
Ablagefläche hat er nicht allzu viele. Aber es ist ausreichend. Was ich halt richtig schön finde, sind diese Rundinstrumente, auch dieses Aufgesetzte hier, auch diese Imbusschrauben, wirken sehr rustikal. Ja, passt einfach zu diesem Fahrzeug. Einige Bauteile habe ich mir zusätzlich dazu noch gekauft. Das ist jetzt zum Beispiel hier ganz neu zum Bestimmen der Neigung. Links, rechts, oben, unten. Auch möglich quasi hier nochmal umzuschalten. Da sieht man die Satelliten. Hier haben wir quasi die Kilometeranzeige, wie schnell fahre ich denn. Die Höhe ist mit dabei, die Himmelsrichtung ist mit dabei und die Uhrzeit. Hier hat man die Uhrzeit nochmal groß mit Datum und den Wochentag. Hier haben wir die Kilometeranzahl nochmal. Aber ich werde das benutzen, das passt einfach gut zum Geländewagen. Hier habe ich mir noch mal eine Tasche von One T-Chris dazu hingebaut, um ein bisschen mehr Ablagemöglichkeiten zu haben. Hier ist ein sehr massiver Haltegriff. Dann haben wir hier ein Handschuhfach mit dabei, ganz schmale Ablagen in den Türen. Ein Brillenhalter und hier habe ich auch noch mal so eine Ablagemöglichkeit mir aufs Armaturenbrett gebaut. Ja, auch wenn das Auto einige Nachteile hat, wie zum Beispiel dieses ganz, ganz außergewöhnliche Fahrverhalten. Ich habe ein, zwei Monate schon gebraucht, um mich an dieses Fahrverhalten zu gewöhnen. Es schwimmt alles, es ist wackelig, es ist schaukelig. Vor allem zeige ich euch mal, wie weich gefedert der Wagen ist. Ja, aber das ist genau wichtig fürs Gelände eben auch, um eben ja, die Unebenheiten ausgleichen zu können. Er hat eine Starrachse und da ist dieses weiche Aufgehängte sehr wichtig. So, was kann ich noch sagen? Er ist halt durch seine Kastenform, das sieht ja aus bald wie ein Würfel, ist er sehr, sehr windanfällig. Gerade auf der Autobahn, wenn man LKWs überholt, da wird man gewaltig durchgeschüttelt. Also man muss da wirklich sehr defensiv fahren mit dem Fahrzeug. Höchstgeschwindigkeit, ja, ich würde sagen 145, vielleicht mal 150, aber mehr geht mit dem Fahrzeug selber nicht. Und wie gesagt, Autobahnfahren ist schon mit Vorsicht zu genießen. Über Land ist es okay, wobei auf Strecken, wo man wirklich überholen muss, da hat er einfach nicht so viel Zug. Also das Überholen ist auch ein Punkt, wo man sehr, sehr genau überlegen muss, ob man in der Situation überholt oder besser nicht. Er hat einfach nicht so den Anzug. Also er zieht nicht so wirklich an LKWs und so weiter vorbei. Also da muss man wirklich aufpassen. Aber warum habe ich mir das Auto dann doch gekauft? Ja, es ist, man setzt sich rein in dieses Fahrzeug und sofort hat man ein Gefühl von Freiheit, von Abenteuerlust, von überall hinkommen. Es ist einfach ein waschechter Offroader und nicht so ein glatt gelutschtes SUV-Fahrzeug, sondern es ist ein kernlicher Offroader, der durch dick und dünn geht, der alles mitmacht und durch seine Einfachheit eben auch, ist er sehr robust, ist sehr zuverlässig und es macht einfach eine Menge Spaß, mit dem Auto zu fahren. Also ich freue mich auf viele, viele Touren mit dem Fahrzeug. Ich will mir jetzt noch einen Dachträger dazu kaufen. Es kommen noch richtige Offroad-Reifen mit drauf. Natürlich brauche ich noch zwei, drei Reservekanister dazu, weil mit den 40 Litern Tankinhalt komme ich, wie gesagt, nicht allzu weit. Also das kommt auf jeden Fall noch dazu. Ja, und ansonsten ist es halt so, der Wagen selber, der war sofort ausverkauft gewesen und die Wartezeiten waren enorm. Also die Nachfrage nach diesem Fahrzeug war gewaltig gewesen. Warum? Weil es eigentlich auf dem Markt nichts Vergleichbares gibt.
Entweder ist es extrem teuer, wie die Mercedes G-Klasse, oder es ist wirklich so ein glatt gelutschter SUV, mit dem man dann doch wirklich nicht so ins Gelände möchte. Und die Nachfrage war enorm. Wie gesagt, ich habe ein ganzes Jahr gewartet auf dieses Fahrzeug, bin aber dann doch überglücklich, das Fahrzeug bekommen zu haben. Denn mittlerweile ist es so, es war dann auch ein Produktionsstopp gewesen, da ging gar nichts mehr, die Händler konnten nicht mehr bestellen. Es war extrem schwierig gewesen, da Informationen zu bekommen. Jetzt ist es wohl so, dass die Abgasnorm nicht für den europäischen Markt reicht oder zumindest für den deutschen Markt nicht reicht. Das heißt, Suzuki hat sich überlegt, was kann man da machen. Und so wie ich informiert bin, wird Suzuki jetzt quasi die hintere Sitzreihe, die zwei Sitze, komplett rausbauen und wird das als Ladefläche generell anbieten. Und somit läuft dieses Fahrzeug als Nutzfahrzeug. Und da sind die Abgasnormen nicht so streng wie beim Pkw. Und somit wird nach aller Voraussicht nach der Suzuki wieder angeboten werden, halt nicht als Pkw, als Nutzfahrzeug, wie gesagt, nicht als Viersitzer, sondern als Zweisitzer. Aber als Viersitzer ist er sowieso eher untauglich, weil dann hat man so gut wie keinen Kofferraum. Von daher gesehen hat Suzuki wieder einen Weg gefunden, den Wagen weiterhin in Deutschland zu verkaufen. Und ja, noch sieht man relativ selten. Und was mir halt dann auch immer so auffällt, wenn man an der Kreuzung ist und steht dann da, dann kommen die Fahrzeuge vorbei, die Leute drin, die gucken einen an, schauen sich das Auto an und haben ein Lächeln im Gesicht. Und das finde ich irgendwo so richtig schön, weil das Fahrzeug einfach enorm sympathisch ist. Ja, also ich habe großen Spaß mit diesem Fahrzeug. Es ist einfach irgendwie... ja, mein kleines Abenteuerfahrzeug. Und ich habe richtig Spaß mit dem Fahrzeug. Ja, das wollte ich euch nur kurz erzählt haben. Und es wird auch das eine oder andere an Reisen geben mit dem Fahrzeug. Wenn es wieder mal möglich ist, wollen wir tief nach Finnland damit reinfahren, in die Wälder. Und da eine Blockhütte irgendwo uns anbieten und da ein kleines Abenteuer unternehmen. So, das ist so die nächste Tour, die wir mit dem Jimny vorhaben. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und weiterhin viel Spaß und husch husch ab in den Busch. Tschüss.